Hashtag verbale Abrüstung, Hashtag Friedensangebot. Ich glaube, wir müssen mal verbal abrüsten. Ich auch, ganz ehrlich jetzt. Und zwar, wir diskutieren ja nur noch in zwei Lagern. Es gibt nur noch rechts, links, falsch, richtig, oben, unten, Klimaleugner, Klimaretter oder was auch immer. Lasst uns mal einfach bei den Fakten bleiben. Und das ist mein Appell an alle heute. Lasst uns bitte faktenbasiert in Zukunft diskutieren. Sehr gerne sogar, wir können auch mal live gehen mit jemandem, der das kritisch sieht, was ich sage, auch was Berufskollegen von mir sagen, alles gut. Positive Nachricht heute zuallererst, Olaf Scholz ist ja im Nahen Osten unterwegs oder beziehungsweise in Saudi-Arabien und hat mit der Wirtschaftsdelegation dabei und RWE hat heute 137.000 Kubikmeter LNG-Gas sich sichern lassen. Super, über LNG, Vorteil, Nachteil, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, wissen wir alle, ist sehr energieaufwendig, gerade aus den USA, was Fracking angeht und sowas, ist nicht unbedingt umweltschonend, alles richtig und so und ist bei minus 162 Grad, kann sich jeder vorstellen, was das in Energie frisst und sowas und die Terminals, die wir bauen, beziehungsweise uns leihen für 200.000 Euro pro Tag, pro Stück, das ist natürlich eine Ansage, aber in Relation heißt das, bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 90,5 Milliarden Kubikmeter waren das heute 0,00144%. Und wir müssen alles im Verhältnis sehen. Das ist mein Appell jetzt heute. Genauso müssen wir aufhören. Bei meinem Lieblingssender Arte ging es auch wieder darum, dass eine 7-stündige OP unter Vollnarkose ungefähr der Emission von 8000 gefahrenen Autokilometer entspricht. Was will uns das sagen? Will uns das damit sagen, dass nur reiche Leute ins Ausland gehen können, sich operieren lassen können? Oder was heißt das damit? Das wäre ja die Folge, weil das Gleiche machen wir bei den Tieren, die wir halten. Die sollen alle weg, weil die pupsen und verseuchen das Klima. Das Einzige, was wir machen, ist ein Verdrängungseffekt. Nichts anderes passiert. Wir schließen Verträge mit Kanada, CETA-Abkommen, mit Brasilien, mit Neuseeland und die Ware kommt von überall auf der Welt her. Seid ihr ernsthaft der Meinung, dass es dort besser passiert? Nicht wirklich. Oder dass ein Berufskollege mir heute schickt aus dem Supermarkt Speisekartoffeln aus Afghanistan. Wir sind voll in der Kartoffelernte hier bei uns in der Region. Ich frage mich, ist das wirklich das Nachhaltige, was wir alle wollen? Wirklich jetzt? Oder aber das Gleiche gilt bei Wind und Solar. Und ein Berufskollege von mir hat hier auch gepostet, vollkommen recht, zu Recht auch, es gibt zig Tage, an denen Wind und Sonne nur 3-4% des täglichen Strombedarfs Deutschlands liefern kann. Und wir können momentan halt nur 0,4 Terawattstunden Strom speichern. Und das ist einfach zu wenig, Freunde. Und das ist die Unehrlichkeit, mit der wir diskutieren. Das Einzige, was wir haben, ist ein Verdrängungseffekt. Wenn wir es hier nicht machen, macht es ein anderer einfach viel, viel schlechter. Das heißt nicht, dass ich gegen Erneuerbare bin. Meine Dächer sind voll, ist alles gut. Wir brauchen einen vernünftigen Mix. Und vor allem müssen wir ehrlich sprechen und ehrliche Zahlen liefern. Und solange Politiker uns hier einen vollheulen oder auch so eine Claudia Kempfert, die allen Ernstes in Talkshows sitzt und uns erzählt und euch halt Sand in die Augen streut und behauptet, wir kriegen das alles mit Wind und Solar hin. Nein, das ist nicht wahr. Und so werden wir niemals weiterkommen. Wir bekriegen uns, wir bekämpfen uns, das hilft keinem weiter und vor allem schaden wir unserer Wirtschaft. Ich sag's nochmal, schaut euch das an. Das ist die Inflation, die auf uns zukommt. Das ist das, was unsere Erzeuger gerade haben. Habt ihr schon mal so einen Sprung? Gibt's nicht. Das sind hier 10 Jahre. Und das kommt alles. Und das ist einfach, wenn wir ein energiehungriges Land sind, und das werden wir einfach bleiben, oder aber die Wirtschaft wird hier komplett, aber wirklich nicht nur ein bisschen, sondern komplett heruntergefahren. Dass wir wirklich auf einem Niveau von, ich will jetzt keinem zu nahe treten, Marokko oder so unterwegs sind. Dann geht das alles. Dann kriegen wir das hin mit stundenweisen Stromabschaltungen. Warum stellt sich denn allen Ernstes die Bürgermeisterin von Berlin hin und sagt, der Deutsche muss halt 2-3 Stunden am Tag ohne Strom auskommen? Auf dem Niveau sind wir jetzt. Und dann lasst uns bitte einfach in Zukunft ehrlich appellieren. Ich mache gerne irgendwas live, schreibt mich an mit Fridays for Future, egal mit wem. Können wir gerne ehrlich und mit offenen Zahlen, offenem Visier diskutieren, auch von mir aus hart, aber immer fair, kein Problem. Aber so kommen wir nicht weiter. Und solange auch andere Parteien immer noch diesen grünen Irrsinn hinterherlaufen. Wie gesagt, es geht nicht um Nachhaltigkeit. Wir müssen dringend was tun. Dringend. Ja, Weltmeere sind alle verschmutzt mit Plastik und auch wir können immer besser werden. Auch wir Landwirte können immer besser werden, kein Problem. Aber solange irgendwelche sogenannten Tierschützer durch Ställe gehen, sich dort einbrechen und dort die Krankenstationen filmen und meinen, das ist wirklich der Durchschnitt in Deutschland. Ich gehe auch nicht auf eine Intensivstation und sage, hey, der Arzt hier, guck dir mal an, die 83-jährige Oma, wie die da oder im Altenheim. Das ist einfach nicht ehrlich. Danke.